Mikroskope sind nur was für Wissenschaftler? Von wegen. Mit dem G1200 Digitalmikroskop kann wirklich jeder ganz einfach alles etwas genauer unter die Lupe nehmen. Der Clou? Ein 7 Zoll LCD-Bildschirm zeigt direkt, was sich unter dem Objektiv befindet. Unterstützt wird es durch die Beleuchtung von 8 LEDs, die auch dimmbar sind. Im Prinzip besteht das Produkt aus zwei Teilen: dem Mikroskop selbst mit Bildschirm und der Halterung. Dank Steuerrädchen lässt sich mit der Halterung bequem die Höhe des Mikroskops regulieren. USB-Kabel rein, einschalten und loslegen ist das Motto. Objekt platzieren und Höhe einstellen. Danach noch mit dem mittleren Rad den Fokus anpassen. Und schon erscheint die Welt viel größer. Eine bis zu 1200-fache Vergrößerung soll laut Hersteller möglich sein. Das Mikroskop kann auf Wunsch auch Fotos oder Videos aufzeichnen. Gespeichert werden die Dateien auf einer Micro-SD-Karte, die man vorher einlegt. Bei Fotos sollen bis zu 12 Megapixel möglich sein und bei Videos eine Auflösung von 1080p. Und so sieht das dann aus. Die Aufnahmequalität ist nicht gerade atemberaubend. Das Bild rauscht, ist matschig und teilweise unscharf. Aber dazu später mehr. Erfreulich ist der PC-Modus. So kann das Bild direkt auf den Rechner ausgegeben werden. Wählt man den Massenspeichermodus, so kann man auch direkt auf die SD-Karte zugreifen und seine Aufnahmen übertragen. Das klappt sowohl unter Windows als auch am Mac tadellos und ist sehr praktisch. Es gibt diverse Einstellungsmöglichkeiten in Bezug auf die Bildqualität, wie zum Beispiel den ISO-Wert einstellen oder die Schärfe. Doch dadurch ändert sich nichts an den vorhin erwähnten grundsätzlichen Bildqualitätsproblemen. Unser Fazit? Das G1200 Digitalmikroskop ist eine nette Spielerei, mehr aber auch nicht. Vor allem bei feinen Bastelarbeiten oder beim Löten an Platinen kann das Mikroskop eine Erleichterung darstellen. Oder sollte man mal das Kleingedruckte nicht so gut lesen können, kann man es damit mal eben schnell vergrößern. Doch die Bildqualität und die Auflösung des Displays lassen zu wünschen übrig. Auch die Verarbeitung ist eher billig. Doch bei einem Preis von nur rund 55 Euro ist das zu erwarten und auch zu verschmerzen. Denn bei unserem Test machte das Mikroskop einen rundum zuverlässigen Eindruck. Welche Dinge sollen wir für unser nächstes Video mal unter das Mikroskop legen? Schreibt es in die Kommentare. Die spannendsten Vorschläge probieren wir aus. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.